Die Nacke da ist vom Eisbach. Ist das der Eisbach hier? Ja. Cool. Und dann steigen sie hier aus praktisch. Hier ist die Endhaltestelle mit der Leiter. Und hier fahren sie dann mit der Straßenbahn runter zum Englischen Garten wieder. Das ist geil. Das ist das Hammer. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Krass. Korrekt, Diggi. Ihr fahrt jetzt wieder runter zum Englischen Garten und dann geht es nochmal von neuem los. Ja. Noch eine Runde. Wahrscheinlich, ja. Und sogar gratis, da braucht man kein Busticket dafür. Das ist cool, ja. Ich war vorhin in der Isar, ja. Hier, aber hier war ich noch nicht drin. Hier ist auch noch besser wie Isar, oder? Ja, klar. Ist auch nicht tief, oder? An der Seite nicht, aber hinten ist tiefer. Okay. Erster Experte. Erster Experte. Da kommt die Bahn! Die Bahn kommt! Du steigst auch rein, Flipper aus, guck mal. Das geht's, Alter. Es ist zu krass, Alter. Wuhu, die Danke da ist. Ab geht's! Ab geht die Party. Woo. Korrekt. Geil. Das ist der Eisbach. Im Sommer ist das hier echt angenehm. Schöne Temperatur. Im Wald schön erfrischend. Und die können auch stehen, guck. Also ich weiß, in der Isar den ganzen Tag, bin total rot gebräunt, wie meine Plauze ist rot wie eine Tomate. Aber, was soll ich sagen? Hier im Eisbach war ich noch nicht. Das werde ich wahrscheinlich auch nochmal wiederholen. War der Horst Seehofer auch schon mal hier drin? Im Eisbach? Ich glaube nicht. Der Horst Seehofer, war der schon mal drin? Der Horst. Oder der andere, wie heißt der Ministerpräsident von Bayern? Der, wie heißt der? Söder, der Markus, ja. War der Markus schon mal hier drin? Meinst du, der Söder war schon mal hier drin? Früher vielleicht. Mit einem Weißwürstel. Da wird es mehr stinken. Magst du auch nicht, den Kerl. Mit Weißwürstel war er drin, mit der Mars war der drin. Nee, der kommt ja aus Nürnberg, der ist ja Franke. Der isst fränkische Rostbratwürstel, ist der doch, keine Weißwürstel. Geil. Zu krass hier, die Nacke da ist vom Eisbach.